Hallo, liebe Angelfreunde. Nach dem Video über mein Barschlieblingskette, hier sind mein Top Dorschkette. Winter is coming und die Dorsche kommen auch. Also teile ich mit euch meine Lieblingsgummiköder für das Dorschangeln. Zum ersten, der Feuerrill. Ich habe ihn schon präsentiert, aber es ist einfach super. Er sieht aus wie ein Sandal. Es gibt ihn in 13 cm, 10, 20 oder 30 Gramm und 18 cm, 40, 60, 80 und 100 Gramm. Außerdem gibt es 7 unterschiedliche Farben. Meine Lieblingsfarben sind natürliche Farben, wie grün oder blau. Aber Feuerteige, rosa und orange funktionieren auch super. Man muss mit diesem Köder aktiv einrollen mit Zupfen. Der Swatchal. Er sieht aus wie ein kleiner Futterfisch. Es gibt viele Größen und Gewichte. Ab 7 cm 5 Gramm bis 15 cm 100 Gramm. Die Farben sind toll. Meine Lieblingsfarben sind Creamfish, Galactic Blue, Fire Tiger und Japan Pink. Man kann am Grund angeln mit wenigen Engern mit der Texan Rig Vormontage. Er ist ein Passepartout, kann also überall und für alle benutzt werden. Der Chabot, ja genau, meine Barschlieblingsköder ist auch ein super Köder für Dorschangeln. Er ist ein bisschen klein in 5 oder 7 cm, aber funktioniert super. Ich persönlich mag den 9 cm. Er läuft super und ist sehr resistent. Er ist perfekt vom Ufer und es gibt 10 Farben und alle Farben passen. Oh, auf dem Chabot! Der Spickfaktor, der neue Köder von Dalaland zum Meeresangeln. Ihn gibt es in 10,5 und 13 cm ab 14 bis 60 Gramm in 6 Farben. Es ist schon ein toller Köder für die Hostie. Ich weiß, dass viele Angler nur mit Orange oder Rot in der Hostie angeln. Aber das funktioniert nicht immer. Ein Tipp für euch: Versucht es immer als erstes mit Naturfarben. Wenn es nicht passt, versucht es mit dem Fire Tiger Orange oder Rosa. Ich wünsche euch viel Erfolg und Petriail. Liked und abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!